3 jetzt mit den Nachrichten und Thomas Ripp. Eine verletzte Frau stirbt nach der Messerattacke in einem Schweizer Zug. Salzburger Polizei forscht rumänische Diebesbande aus. Ö3 Nachrichten, Wetter und Verkehr. Um Punkt am Punkt. Nach dem Angriff in einem Zug im St. Galler Rheintal in der Schweiz ist ein Opfer seinen Verletzungen erlegen. Eine 34-jährige Frau ist am Vormittag gestorben, hat die sei St. Gallen vor kurzem mitgeteilt. Bei dem Angriff hat der 27-jährige Schweizer auch 5 weitere Menschen und sich selbst verletzt. Er konnte noch nicht einvernommen werden. Zum Hintergrund der Tat gibt es noch keine Informationen, berichtet Ö3-Korrespondentin Raffaella Stefandl. In der Schweiz herrscht nach wie vor Unklarheit darüber, welche Motive der junge Schweizer für die folgenschwere Tat gehabt haben könnte. Er muss zumindest ein Messer gehabt haben, mit dem er weitere Passagiere teilweise schwerst verletzen konnte. Die Tat wurde im Zug auf Video aufgezeichnet. Gemäß Medienmitteilung der Polizei ist darauf zu sehen, wie der mit einem Messer bewaffnete Beschuldigte eine brennbare Flüssigkeit ausschüttete. Details zum Hergang der Tat will die Polizei wegen laufender Ermittlungen derzeit bewusst nicht bekannt geben. Sie ist auch vorsichtig mit Mutmaßungen hinsichtlich der Hintergründe der Tat. Auch die nächtliche Hausdurchsuchung bei dem Verdächtigen ergab wenig Hinweise über mögliche Motive. Die russische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben heute mit Langstreckenbombern Angriffe gegen die Miliz Islamischer Staat im Osten Syriens geflogen. Dabei seien IS-Kommandostellen, 6 Munitionslager sowie mehrere Fahrzeuge zerstört und zahlreiche IS-Kämpfer getötet worden, so die Informationen aus Russland. Die Polizei in Vals hat ein rumänisches Diebestrio ausgeforscht, das Waren im Wert von 30.000 Euro gestohlen hat. 2 sitzen in Puch-Urstein in Haft, der 3. ist auf der Flucht. Die 2 Männer und die Frau hatten in mehreren Salzburger Einkaufszentren vor allem hochwertige Kleidung gestohlen. In Salzburg. Reporter Bernhard Schausberger. Die Polizisten haben mit dem Sicherheitspersonal eines Einkaufszentrums umfangreiches Videomaterial ausgewertet und einen 32-jährigen Rumänen erkannt. Die Beamten suchten den 32-jährigen an seiner Wohnadresse auf, trafen dort aber nicht den Inhaber an, sondern ein rumänisches Pärchen, 23 und 26 Jahre alt. Der 26-jährige wird seit längerem von der Staatsanwaltschaft St. Pölten